Hi, das hier ist ein Erdinger Weißbier marinierter Sirloin Burger im selbstgemachten Laugenbann mit einer Walnuss-Zwiebelkonfitüre. Und wie ihr den macht, das seht ihr in der heutigen Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! So, hier sind jetzt die Zutaten, die wir für das Beef Patty brauchen. Und zwar geht es los mit 2 Sirloin Steaks. Dann habe ich hier ein Stück Rinderfett, 2 Knoblauchzehen, eine Zwiebel, frisch gemahlener Königspfeffer, Liquid Smoke, Olivenöl und ganz wichtig, ein Plastikbeutel. Wofür wir den brauchen, seht ihr gleich. Was jetzt halt noch fehlt, ist das Erdinger Weißbier. Und ich glaube, ich weiß schon, wo ich das finde. Hey Sal, give me a beer! Hey Jorn, check it out, baby. Erdinger's Hefeweizen, just for you. Catch. Thanks, Sal. Jetzt haben wir endlich alle Zutaten zusammen und jetzt beginne ich damit, dass ich das Rinderfett und die Steaks in Würfel schneide. So, hier habe ich jetzt also alles klein geschnitten. Hier ist das Steak bzw. die Steaks. Hier sind die beiden Knoblauchzehen, die Zwiebel und das Rinderfett. Und jetzt nehmt ihr euch den Plastikbeutel und füllt das alles in den Plastikbeutel. So, wenn dann also alles in dem Plastikbeutel drin ist, kommen als nächstes 1 Esslöffel Liquid Smoke, 2 Esslöffel Olivenöl, 1/2 Flasche vom Erdinger Weißbier. Und dann drückt ihr die Luft, soweit es geht, aus dem Beutel raus und verschließt ihn. Dann macht ihr den Beutel nochmal auf, weil wir nämlich den Pfeffer vergessen haben. Ein guter Teelöffel gemahlener Königspfeffer. Dann die Tüte wieder zu. Und das Ganze ordentlich durchmassieren. Und das Ganze stellt ihr jetzt in eine Schale und platziert es im Kühlschrank für 24 Stunden, dass das richtig schön durchmarinieren kann. Und dann geht es morgen in der Küche weiter. So, 24 Stunden später stehe ich in meiner Küche und wir haben noch einiges zu tun, bis es den Burger geben wird. Das Rezept ist wieder sehr aufwendig und das heißt natürlich, es kommt wieder von Ted Reeder. Ich habe hier das Buch Beerlicious, ein Buch mit 200 Rezepten mit 200 verschiedenen Bieren und eben heute dann den Burger mit dem Erdinger Weißbier. Und jetzt zeige ich euch, wie wir die Beef Patties vorbereiten und was wir dafür noch alles brauchen. So, das sind also die Zutaten, die wir für die Beef Patties brauchen werden. Los geht es mit der KitchenAid, wo ich vorne den Fleischwolf-Aufsatz drauf gemacht habe. Dann habe ich hier das marinierte Fleisch von gestern in Knoblauch, Zwiebeln und Erdinger Weißbier. Das ist schön über Nacht einmariniert. Dann habe ich hier den Rest von der Erdinger Weißbierflasche von gestern. Vollkorn, Butterkekse, Walnüsse, Röstzwiebeln, Olivenöl und Liquid Smoke. Ganz wichtig natürlich noch ein paar Handschuhe. Und jetzt geht es damit los, dass ich das Fleisch bzw. die Marinade abgießen werde, mit Küchentüchern das Fleisch trocken tupfen und dann geht's zum Fleischwolf. So, da habe ich jetzt also nur das Fleisch abgegossen und abgetrocknet und jetzt geht es ab in den Fleischwolf. So sieht das Ganze dann fertig durchgewolft aus und jetzt machen wir mit den anderen Zutaten weiter. So, weiter geht es jetzt also. Ich habe jetzt hier im Mixer schon mal die Vollkornkekse und die Walnüsse klein gemacht. Die kommen jetzt hier mit dran. Dann habe ich hier ja noch die Röstzwiebeln, die kommen auch mit rein. Dann kommt ein guter Teelöffel Olivenöl.
und ein Teelöffel vom Liquid Smoke. Und jetzt werde ich das Ganze erstmal ordentlich durchkneten. So sieht das Ganze jetzt fertig durchgeknetet aus. Es ist also noch relativ kompakt. Damit es noch ein bisschen fluffiger wird, kommen jetzt noch 2 Schluck Erdinger Weißbier mit dran. Nicht zu viel, sondern immer erstmal nur so ein bisschen. Dann durchkneten und gucken, wie die Konsistenz so ist. Aber es soll schon schön fluffig sein. Ein bisschen mehr kann noch. Ja, jetzt ist gut. So, unsere fertige Mischung hat jetzt ein Gewicht von 800 Gramm. Das heißt, daraus werde ich jetzt also 4 Beef Patties formen. Und die dürfen dann noch 4 Stunden im Kühlschrank ruhen, damit sich alles wunderbar miteinander verbindet und sie uns auf dem Grill nicht auseinanderfallen. In der Zwischenzeit habe ich noch eine ganze Menge anderes zu tun. Unter anderem wollen wir ja Laugenbuns machen. Da mir jetzt einige Leute geschrieben haben, dass sie es lieber hätten, wenn ich die Rezepte für Buns, Brötchen, Baguette und so weiter und so fort in ein eigenes Video packe, mache ich das jetzt. Ihr seht also gleich die fertigen Buns. Wie ihr die macht, das seht ihr dann in dem Video, was direkt im Anschluss kommt. Also nicht wundern, dass das geschnitten ist. So, Beef Patties formen und dann geht's weiter. Das sind jetzt die Zutaten, die wir für unsere rote Zwiebel-Walnuss-Konfitüre brauchen. Los geht es mit roten und weißen Zwiebeln. Dann habe ich hier Rosinen, braunen Zucker, Walnüsse, Olivenöl, Erdinger Weißbier, Butter und ein bisschen körnigen Dijon-Senf. Ich heize jetzt erstmal die Pfanne auf dem Grill vor und schneide die Zwiebeln klein und dann machen wir am Grill weiter. So, die Zwiebeln habe ich jetzt also in grobe Ringe geschnitten. Jetzt nehme ich mir eine knappe Handvoll von den Walnüssen. Die kommen in den Mörser und werden im Mörser zerstoßen und dann geht es rüber an den Grill. So, hier ist die Gusspfanne. Die dürfte inzwischen gut vorgeheizt sein. Da kommen jetzt 2 Esslöffel Olivenöl rein. Ein gutes Stückchen Butter. Und dann werden die Zwiebeln darin leicht angebräunt. Wenn die Zwiebeln dann leicht angeschwitzt sind, reduziert ihr die Hitze oder auf einem Kohlegrill zieht ihr dann die Pfanne in den indirekten Bereich und rührt noch ein bisschen weiter und sorgt dafür, dass eben die Zwiebeln richtig schön weich, glasig werden und auch nochmal der Umfang sozusagen reduziert wird und dann geht's weiter. So, wenn die Zwiebeln dann weich sind, kommt ein bisschen Salz oben drüber. Dann habe ich hier die Rosinen. Die kommen damit zu. Hier sind die kleingemörserten Walnüsse. Dann kommen 5 Esslöffel brauner Zucker. Das Ganze rührt ihr dann erstmal schön unter. Wenn der Zucker dann einigermaßen geschmolzen ist, haben wir hier den Rest von unserem Erdinger Weißbier und damit wird das Ganze jetzt vorsichtig aufgegossen. Schön durchrühren. Und zu guter Letzt nehmt ihr euch den körnigen Senf und davon kommen dann 2 Teelöffel noch mit an die Marmelade. So, und das Ganze lasst ihr jetzt auf kleiner Flamme so lange einreduzieren, bis es wirklich eine schön zähflüssige Masse geworden ist. Und dann sind wir schon fertig. So, inzwischen ist das Ganze schön miteinander verbunden und hat eine richtig schön zähflüssige Konsistenz. Das heißt, ihr macht am besten dann den Grill komplett aus, beziehungsweise nehmt die Gusspfanne vom Grill runter und lasst es jetzt vollständig abkühlen. Schaut wirklich hervorragend aus und es riecht fantastisch, kann ich euch sagen. Es riecht. So, hier seht ihr jetzt die Sachen, die wir also für die Burger dann letztendlich brauchen. Hier ist unsere Walnuss-rote Zwiebelkonfitüre. Dann sind hier die Fleischpatties. Ein bisschen Olivenöl brauchen wir noch, um die Fleischpatties gleich damit einzureiben. Da sind die Laugenbuns und noch ein bisschen Emmentaler Käse. Das ist alles, was wir brauchen und jetzt geht's rüber an den Grill. So, der Grill ist vorbereitet und jetzt lege ich die Fleischpatties auf den Grill.
So, dann ist jetzt mal Zeit, die Fleischpatties zu wenden. Nach weiteren 3 Minuten ist es dann Zeit, die Fleischpatties von der direkten auf die indirekte Hitze rüberzubringen. Und jetzt belegen wir die Fleischpatties noch jeweils mit einer Scheibe Emmentaler Käse. Die Laugenbrötchen legen wir noch kurz oben mit auf den Warmhalterost, dass sie warm werden. Und dann können wir gleich Burger essen. So, nach weiteren 5 Minuten ist der Käse dann soweit geschmolzen. Die Brötchen sind schön warm. Jetzt ist es Zeit, den Burger zu bauen. So, hier ist das Burger Bun und schau dich das mal an. Ich habe das mal aufgeschnitten. Das ist perfekt. Das ist noch schön warm jetzt innen drin. Und dann ist hier unsere Walnuss-Zwiebelkonfitüre. Davon kommt jetzt eine schöne Ladung unten drauf. Dann habe ich hier das Beef Patty, setze ich jetzt oben drauf. Das passt perfekt und dann ist er fertig. So schaut er aus. Der Erdinger Weißbier Marinated Sirloin Burger mit einer Walnuss-Zwiebelkonfitüre im selbstgebackenen Laugenbun. Absolut genial. Ja, das ist er also, der Erdinger Weißbier Marinated Burger mit einer Walnuss-Zwiebelkonfitüre im selbstgemachten Laugenbun. Es ist ein wenig aufwendig, natürlich, aber ich meine, schaut ihn euch an. Das ist doch der Wahnsinn. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Barbecue aus Rheinhessen.